Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Myland Thailand. Heute reisen wir nach Chom Thien. Chom Thien, das ist ein Stadtteil von Pattaya, ca. 4 km südlich von Pattaya, hinter dem Tham Nak-Hügel. Aber bevor wir mit dem Video starten, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Kostet nichts, ist gratis, damit du immer auf dem Laufenden bleibst über Geschehnisse in Thailand und natürlich auch über Reiseberichte und Videos von den schönsten Destinationen in Thailand. Noch vor meiner Anreise habe ich via Agoda ein Hotelzimmer in Chom Thien gebucht. Ich habe mich für das KP Hotel entschieden, da es an einer guten Lage ist, ein bisschen außerhalb, an einer ruhigen Örtlichkeit, mehr oder weniger direkt am Strand. Der Badbus, der dich ins Zentrum bringt, hält auch mehr oder weniger vor dem Hotel. Vom Zimmer aus hat man direkt einen Meerblick und es bietet auch zahlreiche Parkplätze, falls man mit einem Fahrzeug anreist. Das Zimmer kostet 800 Baht, wenn man es bei Agoda bucht. Der Link habe ich unten in der Beschreibung des Videos. Und aus meiner Sicht sind die Zimmer sauber und gut. Und wie schon vorher erwähnt, hat man auch direkten Meerblick und es gibt auch eine kleine Poolanlage, die man von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends benutzen kann. Dann hat das Hotel noch ein kleines Restaurant, wo wir noch unseren Willkommensdrink zu uns nehmen. Ein richtiges Stadtzentrum ist in Chom Thien nicht vorhanden. Da sich Chom Thien fast 6 km entlang der Chom Thien Küstenstraße entlang zieht und Hotels und Apartments sowie riesige Kondominiums bilden oder beziehungsweise prägen das Bild entlang der Küstenstraße. Chom Thien dürfte vor allem für Urlauber oder Langzeittouristen interessant sein, die einfach nur entspannen wollen oder tagsüber am Strand oder Pool liegen und abends ins Restaurant gehen, um gutes thailändisches Essen und ein kühles Bier zu genießen. Chom Thien ist keine Partydestination, so wie Pattaya Stadt. Chom Thien ist eher für die Badeurlauber. Chom Thien hat eine sehr gute Infrastruktur und ist ziemlich neu. Das einzige Problem, das du in Chom Thien haben könntest, ist, wenn du dich in einer Hotelanlage oder in einem Apartment außerhalb der Küstenstraße befindest, da du meistens auf ein Fahrzeug oder ein Motorrad angewiesen bist. Du hast aber auch die Möglichkeit, die sogenannten Badbusse zu benutzen. Da kannst du einfach irgendwo an der Straße die Hand rausstrecken, wenn so ein blauer Pickup sich dir nähert und dann wird er anhalten, dann kannst du hinten rauf sitzen oder stehen und ob du jetzt 500 Meter oder mehrere Kilometer weit fährst, das kostet immer 10 Baht. Wenn du dann aussteigen möchtest an dem Ort, wo du hin willst, dann kannst du einfach den Knopf drücken, hinten auf dem Pickup, dann erklingt einen Ton und der Lenker wird anhalten. Dann steigst du aus und gibst dem Lenker 10 Baht und schon bist du an dem Ort, wo du möchtest. An Restaurants herrscht in Chom Thien kein Mangel. Vom einfachen Straßenrestaurant bis hin zum teuren Gourmet-Tempel bietet Chom Thien eine große Auswahl an Restaurants. Vor allem abends gibt es entlang der Beachstraße einige Restaurants, die ihre Tische an der Straßenseite aufstellen, wo man sein Abendessen mit Blick auf das Meer genießen kann.
Das Nachtleben in Chomtien ist nicht mit dem in Pattaya zu vergleichen und deshalb für Partygänger und Barliebhaber bzw. Gogo-Barliebhaber nicht so gut geeignet. Zudem kann die Fahrt in den Abendstunden von Chomtien bis Pattaya während des Feierabendverkehrs schon mal eine Stunde oder länger dauern. Wer dann spät abends oder in den frühen Morgenstunden wieder zurück nach Chomtien will, der wird dann auch Probleme haben, einen Bus, also einen Badbus zu finden oder muss für ca. 300 bis 400 Baht einen chartern. Es gibt auch die eine oder andere Möglichkeit, in Chomtien was zu unternehmen oder auch hier am Abend ein bisschen Volleyball zu spielen, wenn nicht gerade ein Turnier läuft. Man kann aber auch gut Kitesurfen, habe ich festgestellt, da es ziemlich viel Wind hatte. Als wir in Chomtien waren und im südlichen Teil überall die Kitesurfer draußen waren. Und einen Ort, den du unbedingt besuchen musst, ist der Chomtien Night Market. Da kriegst du eine unglaubliche Auswahl an Früchten und allgemein thailändische Lebensmittel. Als ich diesen Markt gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, warum habe ich schon zu Abend gegessen? Hier hast du wirklich eine riesige Auswahl an frischen thailändischen Lebensmitteln. Und dann noch zu extrem günstigen Preisen. Also ein richtiger Schmaus für Liebhaber, die gerne was Gutes essen. Und natürlich findest du auch diverse Stände, wo du shoppen kannst. So die üblichen Artikel, die man in Thailand kriegt. Zu günstigen Preisen. Dann noch ein kleiner Geheimtipp zum Schluss, bevor du Chomtien verlässt. Es gibt in Chomtien eine Kopie des Restaurants mit der goldenen Kuppel, das man normalerweise aus Bangkok kennt. Hier in Chomtien befindet sich die kleinere Version, die auch wesentlich günstiger ist als das Original in Bangkok. Man sieht die goldene Kuppel auch schon von weitem. Man geht in den 38. Stock. Und dann kommt man zum Restaurant bzw. zur Bar. Wenn man links rum geht, kommt die Bar. Wenn man rechts rum geht, kommt man ins Restaurant. Hier sieht man schon den Engel zu uns kommen. Als wir eine Bestellung aufgeben wollten, hat uns der Engel dann gesagt, dass heute ja Valentinstag ist. Darum sind wir auch dort oben. Aber dass ein Eintrittsticket, nur um etwas zu bestellen, schon 3000 Baht kostet. Das ist ein bisschen viel, weil wir keine Reservierung hatten und darum haben wir uns dann entschieden, einen kleinen, kurzen, aber sehr teuren Drink zu uns zu nehmen und die Aussicht noch ein bisschen zu genießen, bevor wir uns dann wieder auf den Rückweg Richtung Hotel gemacht haben. So, heute werden wir abreisen, daher eine kurze Zusammenfassung über Chomtien. Chomtien ist eine Alternative zu Pattaya, vor allem für die Leute, die einen ruhigeren Ort suchen. Im Großen und Ganzen war Chomtien okay. Der Strand ist nicht überaus schön, aber Chomtien bietet dennoch eine gute Infrastruktur mit diversen Restaurants und Bars, sowie auch Vereinen, wo man seine Zeit vertreiben kann. Jedoch hat Chomtien durch die vielen Bauprojekte und Apartment-Buildings, wo sie da überall hinstellen, auch ein bisschen an Reiz verloren. So das typisch thailändische, das geht immer mehr verloren und auch die kleineren lokalen thailändischen Restaurants, wie man sie kennt, die verschwinden immer mehr. Was ein bisschen schade ist, da man halt auch hier sieht, dass der Tourismus überhand genommen hat. So, das war's schon wieder von Chomtien.
Lass mich doch in den Kommentaren wissen, was du von Chomtien hältst. Und wenn du weitere Videos sehen möchtest, abonniere den Kanal, kostet nichts. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.